Oh, hallo, liebe StarCraft-Freunde. Hier ist jetzt das zweite Spiel Apoll gegen Manwaru. Ich bin richtig aufgeregt. Apoll hat gerade das erste Spiel gewonnen. 1 zu 0 steht es im Moment. Hat Manwaru komplett gelesen wie ein Buch. Wahrscheinlich kannte er seinen Spielstil und hat sich mit Engineering Base und Factories gegen die Banelinge zugebaut und Manwarus Taktik damit komplett ausgehebelt. Ist damit dann danach dann selber auf Vikings gegangen und hat Manwaru auseinandergenommen. Das war ein total stark gespielt von Apoll. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Manwaru zurückkommen kann. Vielleicht hat er sich eine neue Taktik hier für Delta Quadrant überlegt, wo wir jetzt ins Spiel reingehen. Diese Karte ist neu hier im Bazinga Cup. Wir nehmen hier die normalen Ladder-Karten vom Battle.net 1v1. Und diesmal haben wir Delta Quadrant ausgelost. Die Karte ist natürlich wirklich ganz schön groß. Ach nee, die ist gar nicht neu. Wir hatten schon ein Spiel, das ich mich erinnere. Da war Delta Quadrant in der dritten Runde. Also, hört nicht auf mich, das Spiel hatten wir hier schon mal und deswegen bin ich mir auch sicher, dass ihr das ganz genau kennen wird. Er ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr groß, sehr viele Extensions, die es hier gibt. Wenn man hier zum Beispiel rausläuft, kann man die Natural nehmen, die sehr, sehr offen ist. Also man kann von hier rein, man kann von hier rein, man kann von hier rein. Allerdings gibt es im Hinterland eine, ja, zweite Natural, wenn man so will, die deutlich besser zu verteidigen ist, nur halt von diesen Rocks, nenne ich die jetzt mal einfach, auch wenn es Debris ist, geschützt wird. Das heißt, man muss erst diese Rocks hier wegmachen und kann dann hier expandieren und ist eigentlich sicher bis auf dieses Plateau, wo dann Tankdrops oder sowas kommen können. Ich spiele die Map zum dritten Mal, genau. Also diese Karte ist nicht allzu häufig, kommt nicht allzu häufig vor. Und ansonsten gibt es hier natürlich noch Gold-Extensions und ist halt eine Vier-Player-Map mit einem Watchtower in der Mitte von Rauch umgeben, damit man dort, wenn man dort alleine ist, halt möglichst viel sehen kann und die anderen halt wirklich in den Rauch reinlaufen müssen, um die Vision sich zu erkämpfen. Die ersten Scouts sind schon da von Manuro, der weiß jetzt schon Bescheid, dass sein Gegner hier oben links gespawnt ist und währenddessen sieht Apoll auch mit seinem ersten Scout sofort Manuro. Also genau wie im ersten Spiel auf Lost Temple sehen die beiden sich sofort. Und ich bin gespannt, wie Manwaru hier jetzt techen wird. Ob er wieder eine Fast Expansion spielt. Wir sehen hier ein frühes Gas, das spricht eigentlich dagegen. Gas vor Spawning Pool, wenn ich das richtig sehe. Also etwa zeitgleich. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Speedlinge sehen. Das ist zumindest das, wofür ich Manwaru am meisten kenne, was ich schätzen würde, was er macht. Wir sehen auch gerade, dass er die Protoss-Decals hat. Finde ich ja gut. Ne? Ich habe die auch immer. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich halt immer Protoss spiele. Manwaru währenddessen hat jetzt hier wieder Gas geklaut, denn das gehört zum guten Ton bei uns. Leider nur einer hier in Gas. Gucken, ob Apoll das gleich merkt oder ob das absichtlich ist. Jetzt schickt er den zweiten und den dritten. Währenddessen wird er halt jetzt hier ein bisschen Zeit brauchen, bis er das zweite Gas sich holt. Eine Baracke Supply Depot, gucken, was er hier als nächstes baut. Ist ein bisschen gerade, hat gerade ein bisschen viel Geld auf der hohen Kante. Sollte vielleicht noch eine Baracke bauen oder so, aber nee, er entscheidet sich stattdessen, einen Bunker zu bauen. Und das ist halt der Vorteil. Wenn man schon 1-0 vorne ist, kann man ein bisschen was Cheesiges ausprobieren. Weil man halt dieses Spiel nicht unbedingt gewinnen muss, aber halt mit so einer Taktik vielleicht einen frühen Sieg erreicht. Manwaru wiederum kommt mit seinem Overlord hier quälend langsam hin und er sieht den Bunker. Ich hoffe, dass er den jetzt auch selber auf der Minimap erkennt. Spätestens jetzt mit dem Marine wird er sofort los, wird er seine Aufmerksamkeit hier widmen. Und der eine Bunker, der kann schon ziemlich brutal sein, jetzt mit dem ersten Marine drin. Der SCV geht auch noch rein, kann rausgehen und dann irgendwann heilen, wenn es dann nötig wird. Und trotzdem haben wir ja diesen Bunker genau schon so gesehen von Apoll gegen eine Fast Expansion im ersten Spiel von Manwaru. Der Bunker hat allerdings nicht allzu viel geschafft, weil die Marines einfach nicht schnell genug nachkamen. Mittlerweile haben wir hier halt schon zwei Marines drin. Das wird hier noch nicht reichen, aber mit den nächsten Säglingen kann Manwaru das mit Sicherheit recht problemlos abreißen. Geht jetzt auf Roach Warren. Wahrscheinlich, weil er sich erhofft, dass durch den Gas-Deal nur viele Marines da sind und nicht allzu viele Marodeure. Oder gar Panzer. Da sehen wir schon eine Factory. Ja, Factory ist schon fast fertig. Und der dritte Marine, dann merke ich, wie das hier doch ziemlich gefährlich. Manwaru entscheidet sich jetzt einfach auf Leer zu gehen. Gucken, ob er dann gleich auf Mutas geht oder Speed Upgrade für die Roaches haben will. Bin ich mir noch nicht sicher, was er gleich hier vorhat. Beide bleiben bei einer Basis. Dieses Spiel wird jetzt interessant. Und jetzt sehen wir hier, wie die Säcklinge reinkommen, den Bunker surrounden. Aber ich glaube, das wird nicht. Ja, es wird nicht reichen. Nein, 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 nein. Das reicht nicht. Leider auch kein. Oder doch? Ich dachte, der Bunker geht doch down. Mit der Queenstone haben wir es noch gerade so geschafft. Wow, das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Und gerade so schafft man wohl diesen Bunker noch abzureißen. Das war wirklich knapp. Hätte hier noch Apoll ein SCV gehabt, hätte er es mit Sicherheit noch retten können. Jetzt kommen hier drei SCVs und er geht wieder auf Mars Stargate. Also,
ich bin ja schon beim ersten Spiel über meine eigenen Worte gestolpert, als ich sagte, dass er, dass Apoll gerne auf Banshees geht. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Ich habe halt, weiß ich nicht, 4, 5 Spiele von ihm gesehen. Aber im letzten Spiel ist er auf Mars Vikings gegangen und hat damit Manwaru auseinandergenommen. Ich bin sehr gespannt, ob er das jetzt wieder tun wird. Natürlich, wenn Manwaru sich entscheidet, einfach gar nicht so sehr auf Luft zu gehen, vielleicht auf Hydras zu techen, kann er das ziemlich schnell auskontern. Nur er muss halt dann seine Overlords schützen. Baut jetzt hier einen Spire, schön versteckt bei den Rocks mit dem Creep, das gefällt mir gut. Mutas sind ganz okay gegen Vikings, sind ziemlich gut. Nur in diesen Massen, wie die hier gleich rauskommen werden, weiß ich nicht, ob das reichen wird. Wir sehen halt natürlich, Apoll hat jetzt erst ein zweites Gas bekommen. Income-mäßig können wir mal gucken. Gas ist Manwaru seit Anfang des Spiels konsequent vorne. Hat eigentlich nur ausgegeben für das Speed für die Säglinge. Und deswegen wird er gleich normalerweise mehr Gas in den Armeen haben, in den Luftarmeen. Frage ist, ob der Spire rechtzeitig fertig wird. Die Reaktoren sind jetzt gerade fertig geworden und die ersten Vikings werden hier gepumpt. Natürlich kosten die gar nicht so viel Gas, sondern relativ viel Kristall, was die eigentlich noch besser macht, wenn man aus einer Basis operiert. Hier kommt jetzt noch ein Spinecaller. Er hält alle mit diesen Overlords. Okay, jetzt kommt hier der nächste Creep-Tumor, wollte ich gerade sagen, weil hier Creep zu spucken mit den Overlords ist ja gut und schön, nur wenn gleich Vikings kommen, kann das auch zügig in die Hose gehen. Deswegen muss man wohl hoffen, muss man wohl auch ein paar Creep-Tumoren bauen. Hier scoutet er so ein bisschen, dass hier nichts los ist. Der Overlord hat könnte vielleicht noch ein bisschen weitergehen und auf Dauer hier dann so rum. Vielleicht von dieser Ecke dann nochmal irgendwann spawnen kommen, nur ohne Overlord Speed ist das halt auch alles ganz schön mühselig. Oh, jetzt kommt hier die Factory rüber. Gucken, ob er die hier direkt drauf landet und dann vielleicht ein paar Panzer baut. Das finde ich ja auch ganz lustig. Auf jeden Fall ist der Spire fertig geworden. Wir sehen jetzt die ersten 4 Mutas, werden sich mit den ersten 4 Vikings prügeln in der Zukunft und schauen, wer da gewinnt. Bin mir nicht ganz sicher, wie das da in der Luft aussieht. Ich kenne die Protoss-Einheiten genauer im Kampf, aber jetzt spottet Apoll die Mutas ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Und jetzt kommen hier die Vikings gegen die Mutas. Und die Mutas müssen jetzt dranbleiben, dürfen sich hier nicht kiten lassen von den Vikings. Und das sieht hier super aus für Manwaru, der den ersten Viking ohne Probleme kriegt, aber jetzt hier in den Bunker reinfliegt und ganz schnell reagieren muss. Und jetzt ist natürlich das Problem, zusammen mit dem Bunker und der Reichweite der Vikings kann sich Apoll hier immer wieder zum Bunker zurückziehen. Macht das auch gut. Schönes Micro von den beiden auf ziemlich hohem Niveau, das ganze Spiel hier. Und jetzt muss Manwaru mit seinen 2 Mutas gegen die Vikings kämpfen. Die nächsten Vikings werden hier gleich aus den Stargates kommen. Und auf jeden Fall ist das Gute, dass Manwaru eben jetzt weiß, ja, mein Gegner geht auf Luft, geht auf Vikings. Sonst kann er sich darauf einstellen. Bin gespannt, ob er jetzt dann gleich Hydralisken baut oder ob er selber bei Luft baut. In der Production sehen wir, dass er weiterhin Mutalisken baut. Gucken, ob er gleich noch expandiert. Er hat eine kleine Grundarmee, mit der er aber hier gegen den Wall in nichts hinkriegen wird. 2 Bunker voll mit Marines. Da ist mittelfristig nichts zu erreichen auf dem Boden. Die Factory scoutet hier alles, wird jetzt von den Mutalisken angegriffen. Und ja, Apoll macht hier das Statement. Meine Factory war nur dafür da, dass ihr Starports bauen durfte. Und jetzt habe ich Starports. Von daher brauche ich die Factory nicht mehr. Oh, man sieht halt mit den Reaktoren, da kommt so schnell so große Luftarmeen raus. Und mit dem schönen Kristall-Gas-Verhältnis sind die Vikings halt sehr, sehr stark. Und das sieht jetzt ganz schlecht aus für Manwaru. Apoll kann das hier einfach, kann hier einfach angreifen. Die sind nicht, annähernd genug. Mutalisken, die Hedge ist jetzt auch sehr riskant und ich sehe immer noch keinen Mutalisken, denn und ich glaube mit einer guten Wahrscheinlichkeit verliert Manwaru das Spiel schon gleich hier. Apoll kümmert sich einfach nur um die Overlords, denn selbst wenn dann irgendwie ein Mutalisken dann hier irgendwo in der Nähe wäre, würde Manwaru keine produzieren können, weil alle Overlords sterben. Die einzige Luftverteidigung ist die einzelne Magier hier und die paar Mutalisken, die nicht annähernd reichen werden. Und mit diesem Mars-Viking-Play kann Apoll jetzt auch das zweite Spiel für sich entscheiden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss jetzt hier sich ein bisschen auch um seine Einheiten kümmern, aber das Spiel darf er sich eigentlich nicht mehr leben lassen. Gucken, ob es gleich ein bisschen Luftverteidigung kommt. Die Hedge wird natürlich fokussiert. Das erinnert mich wieder an das erste Spiel. Jetzt kommen hier Spore-Crawler 2 Stück. Aber wenn Apoll jetzt schnell genug reagiert, nee, er fliegt ihn zurück, nimmt den Vorteil einfach erstmal an. Supply Locked ist Manwaru jetzt schon seit einiger Zeit. Sehen wir hier ziemlich deutlich, muss also erstmal wieder richtig viel Kristall investieren, um Overlord zu pumpen, hat Kristall verloren wegen der Hedge. Ich fände es eigentlich auch ganz schön, wenn Apoll jetzt vielleicht noch ein paar Banshees bauen würde. Die Lufthoheit wird ihm auf Dauer normalerweise nicht zu nehmen sein. Wir sehen ja einen Mutalisk gegen 7 Vikings. Und Banshees könnten dann halt mit den ganzen Boden befahren, die hier noch lauern,
sich viel besser annehmen. Schöner Angriff hier von Manwaru, der hier die Extension ein bisschen angreift. Jetzt müssen die Vikings hier hinkommen und landen. Die sind natürlich im Bodenkampf, aber generell nicht so gut. Ja, okay, das ist auch eine Lösung, rechts zu fliegen. Aber ja, hat Manwaru es zumindest geschafft, hier ein bisschen Zeit zu klauen und expandiert währenddessen so weit weg vom Gegner, wie das irgendwie möglich ist. Was generell gegen den Terraner ja eine gute Idee ist, nur der geht ja hier auf Luft und ist deswegen mobiler als sonst üblich für einen Terraner. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das so gut ist, so weit weg zu expandieren. Wahrscheinlich hofft man wohl einfach darauf, dass das nicht gescoutet wird. Viel Luftverteidigung hier. Das ist natürlich das Problem. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, doch mir gefällt das doch. Die Vikings können zwar landen, aber wenn man glaubt, gegen die Vikings am Boden zu verlieren, dann hat man einfach schon verloren. Deswegen möchte man wohl zumindest sicher gehen, dass hier keine Vikings kommen und fliegen, sondern landen müssen. Der Spore-Crawler wird jetzt hier bald sterben, wenn man wohl nicht bald Creep hinbringt. Holt sich den Zeldager Watchtower. Einheitenmäßig ist das alles noch recht ähnlich und auch vom Einkommen her. Ich bin mir nicht sicher, also ich finde die Armee ist natürlich deutlich größer hier von Apoll. Das sind halt nur Vikings, die... Das ist schwer damit, den Gegner wirklich zu töten, damit wirklich in die Basis reinzugehen und alles auseinanderzunehmen. Da braucht man schon wirklich große, große Mengen. Und ich glaube, Apoll hat sich jetzt entschieden, nochmal in die Basis reinzufliegen. Schauen, wie schnell er hier gleich reagieren wird bei den ganzen Spore-Crawlern. Der eine Spore-Crawler steht leider zum genau falschen Zeitpunkt. Die Overlords werden hier angegriffen und der Apoll muss sich jetzt ein bisschen zurückziehen, bevor er gleich landet. Und das sind jetzt hier viele, viele Spore-Crawler. Ich werde gerade angerufen von meinem Vater, den rufe ich gleich mal zurück. Und währenddessen ist ein Gegenangriff hier sehr, sehr schön von Manwaru, und die Planetary Fortress wird das abwehren können, normalerweise recht ohne Probleme. Und Apoll muss sich jetzt wieder hier zu, muss ich eigentlich gar nicht zurückziehen, nur um hier vielleicht noch ein paar Mutas kostenlos zu kriegen. Ja, ich rufe ja gleich zurück. Und Manwaru bleibt hier halt auch im Spiel, hat hier mittlerweile schon ganz schön viele Drohnen und muss jetzt einfach nur noch versuchen, das Spiel möglichst hinauszuzögern. Gucken, was das gleich wird. Overlords, natürlich jetzt mittlerweile die dritte Generation, die Manwaru hier an den Start bringen muss, weil die alle Mann sterben. Das ist das, der größte Vorteil, den die Vikings hier meiner Meinung nach Apoll gebracht haben, dass er so viele Overlords damit umbringen konnte. Nur mir gefällt das Scouten halt nicht. Apoll hat eigentlich kaum Ahnung davon, was Manwaru so techt. Hat er nicht mal den Spire gesehen. Also Vidalisken wird er bald erwarten müssen zumindest, und deswegen finde ich eigentlich auch ganz gut, ein paar Panzer noch zu bauen, aber die Factory schwebt hier noch allemann. Weitere Starports gehen im Bau, und wenn er nicht auch bald auf Banshees geht, und da tut das. Zwei sind sogar schon da, die hat die noch übersehen. Mittlerweile 4 Banshees, und das ist genau richtig. Hätte er meiner Meinung nach auch schon ein bisschen früher machen können, denn ja, die Lufthoheit ist ihm einfach nicht zu nehmen auf kurz oder lang, und die Banshees teilen halt richtig viel Schaden aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt nicht schlecht wäre, auf Battlecruiser zu gehen beispielsweise. Denn diese beiden Einheiten sind halt zusammen im Großen und Ganzen ein Battlecruiser, Battlecruiser-Ersatz. Oh, oh, oh. Das wird jetzt für Manwaru natürlich ziemlich schlecht aussehen. Er hat keine Ahnung, was er jetzt gegen diese Armee machen soll. Er braucht Hydralisken, aber die braucht er schon seit längerer Zeit. Warum der Hydralisken denn nicht in Bau geht, ist bleibt mir immer noch ein Rätsel. Ich brauche jetzt 6 Hydralisken, aber es wird eng gegen die 6 Vikings-Sätze, die noch ein bisschen aufgeweicht werden von den ganzen Spore-Crawlern. Gucken, wann die Mutas kommen. Jetzt kommen, sie müssen sich auf jeden Fall sammeln. Oh, und die Banshees fliegen hier nochmal in die ganzen Kings rein. Und Apoll wirft die langsam aber sicher seinen Vorteil weg. Manwaru kommt ins Spiel zurück, obwohl er keine Hydralisken baut. Ich frage mich, warum Manwaru die nicht baut, aber ich sag mal, wenn er hier die Vikings wieder zurückschlagen kann, dann, ja, sollte ich ihn vielleicht auch einfach nicht in Frage stellen, sondern sagen, dass er das richtig gemacht hat. Also, hat er richtig gemacht. Musste natürlich relativ viel in Verteidigung investieren, aber auch Apoll muss jetzt hier einige Türme bauen. Planetary Fortress baut hier viele Türme, also richtig viel Luftverteidigung, die jetzt hier für Apoll in Bau geht. Die ist schön mittlerweile hier saturiert und hält Manwaru im Spiel. Mittlerweile einkommenstechnisch deutlich im Vorteil.